Mann, ey, was für ein Trottel ich bin. Ständig passiert mir sowas, ey. Oh Mann. Kein Wunder, dass sich alle über mich aufregen. Vielleicht kennst du solche oder so ähnliche Momente. Momente, wo du schlecht mit dir gesprochen hast. Momente, wo du dich selbst verurteilt hast und dich danach schlecht gefühlt hast. Momente, wo du anderen Menschen Macht über dich gegeben hast. Es erlaubt hast, dass sie schlecht mit dir sprechen, dass sie dich verurteilen. Und in diesem Video wirst du erfahren, warum das so ist. Und du wirst erkennen, dass du jetzt, genau jetzt, schon ein wertvoller Mensch bist. Egal was war, egal wie deine Vergangenheit aussah, du wirst erkennen, dass du jetzt schon ein wertvoller Mensch bist. Und nicht nur du selbst, auch alle anderen Menschen um dich herum werden genau das erkennen. Und am Ende des Videos werde ich dir verraten, wie ich genau das umgesetzt habe in meinem Leben und wie du das sofort in deinem Leben spüren wirst. Aber woran liegt das? Woran liegt das eigentlich? An zwei Dingen liegt es vor allen Dingen. Es liegt daran, dass wir unseren Wert vergessen haben. Dass wir unseren eigenen Wert vergessen haben. Weißt du, wie wertvoll du bist? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich siehst du dich auch nicht so wertvoll, wie du wirklich bist. Und die zweite Sache ist, es geht nicht um Dinge, die uns irgendwie passieren. Es geht darum, wie wir genau diese Dinge interpretieren. Es geht gar nicht darum, was dir passiert ist. Ja? Es geht gar nicht darum, wen du schon kennengelernt hast. Es geht nicht um all die Beziehungen, die du schon hattest mit Freunden oder Partnern oder Partnerinnen. Es geht um Momente und wie du sie interpretiert hast. Diese beiden Dinge sind verantwortlich dafür, für genau dieses Gefühl und dafür, dass wir das zulassen. Ja, wir lassen es zu, dass jemand schlecht mit uns umgeht. Das kennst du wahrscheinlich. Ja? Wir lassen es zu, dass jemand schlecht mit uns umgeht. Wir wissen eigentlich, der tut mir nicht gut, sie tut mir nicht gut. Und trotzdem bleiben wir da. Wir haben so toxische Beziehungen, wo wir genau wissen, dieser Mensch, der ist nicht gut für mich. Dieser Mensch, der tut mir nicht gut. Und trotzdem bleiben wir genau an diesem Ort. Und vielleicht kennst du auch diese Momente, wo du dich halt echt extrem verurteilst. Wo du schlecht mit dir sprichst, wo du dich so hart verurteilst, dass du dich danach einfach schlecht fühlen musst. Das sind Momente, die irgendwo in der Vergangenheit liegen und die wir uns nie verziehen haben. Diese Momente kommen immer wieder hoch, immer wieder. Dir passiert irgendwas. Und eigentlich ist es dieser Moment, der längst zurückliegt und den du vielleicht nie so wahrhaben wolltest. Dieser Moment, wo du dir nie verziehen hast. Und genau dieser Moment verursacht in diesem Moment den Schmerz, den du spürst. Aber das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Weißt du, wann es anders war? Als wir Kinder waren. Weil egal, was du als Kind gemacht hast, du wurdest gelobt dafür. Du hast gespürt, wie einzigartig du bist. Du hast nicht nach links und nach rechts geschaut. Du warst neugierig, bist deinen Weg gegangen und hast dafür Liebe bekommen, von allen Menschen. Und deswegen hatten wir als Kind ein wundervolles Selbstwertgefühl. Wir haben gespürt, egal was ich mache, ich werde gelobt dafür. Ich mache nur einen kleinen Schritt und werde gelobt dafür. Ich schreibe mein erstes Wort und werde gelobt dafür. Ich sage meinen ersten Satz und kriege Liebe dafür. Und das hat uns jeden Tag ein Lächeln gezaubert. Das hat uns motiviert, weiterzumachen. Weil wir dachten, wow, egal was ich mache, ich werde gelobt, ich werde geliebt. Aber irgendwann hat sich das geändert. Und das fing auch ganz, ganz früh an. Irgendwann haben zum Beispiel Noten gezählt. Ja, du kamst in die Schule und plötzlich wurdest du verglichen. Und irgendwann hast du angefangen, das anzunehmen und hast über dich selbst geurteilt. Du hast eine schlechte Note bekommen und dachtest dir, ich bin nicht gut. Ich habe eine mittelmäßige Note bekommen, ja, ich bin ganz okay. Du hast eine sehr gute Note bekommen, wow, ich bin toll. Und plötzlich haben die Noten entschieden, wie du dich fühlst. Plötzlich haben Lehrer oder Lehrerinnen entschieden,
wie du dich fühlst. Die Liebe von diesen Leuten oder die Anerkennung von diesen Leuten, diese schönen Worte von diesen Leuten, hing mit Dingen ab, die du leisten musstest. Und dann fingen wir an, uns zu vergleichen. Bin ich besser als sie? Bin ich besser als er? Ich muss besser werden, ich muss mehr leisten. Diese Liebe, die ist mit Bedingungen verknüpft. Und dann ging es so weiter. Du wurdest älter und hast angefangen, dich zu vergleichen mit Äußerlichkeiten. Du hast vielleicht Freundinnen gesehen oder andere Frauen, andere Männer gesehen. Wir haben uns verglichen, wir haben uns ständig verglichen. Und die Dinge, die uns gut fühlen ließen, die lagen alle im Außen plötzlich. Das heißt, wir haben die Kontrolle abgegeben an andere Menschen, an andere Maßstäbe. Andere Menschen, andere Dinge sollten plötzlich dafür verantwortlich sein, dass wir uns gut fühlen. Und es ist immer noch so. Jedes Mal, wenn wir vielleicht unser Smartphone zücken und sehen, was andere Menschen machen. Wir fühlen uns schlecht, aber wir denken, warum haben wir das jetzt nicht? Warum sind wir nicht da im Urlaub und warum haben wir nicht diesen Partner und warum ist sie beliebter als ich? Es ging plötzlich nur noch um Aussehen, um Beliebtheit. Und all das, was im Außen lag, sollte plötzlich deinen Wert definieren. Und egal, wo du dich da gesehen hast oder immer noch siehst, nichts kann dich gut fühlen lassen. Weil wenn du besser werden willst, dann bist du im ständigen Kampf mit dir selbst. Du wirst immer unzufrieden sein. Du wirst immer das Gefühl haben, ich bin nicht genug. Du wirst immer nach außen schauen. Du wirst sie suchen, die Anerkennung, die Bestätigung. Die Blicke, die schönen Worte. Aber die Kontrolle ist ständig im Außen. Und sogar, wenn du denkst, wow, ich bin beliebt oder wow, ich sehe gut aus, was passiert dann? Dann wirst du ständig Angst haben, dass das irgendwann nicht mehr so ist. Du wirst ständig auf die kleinen Fehler schauen, die du hast. Du wirst ständig deine Makel sehen. Du wirst Angst haben, dass du das, was du gerade hast, dieses Gefühl, was von außen kommt, dass es irgendwann nicht mehr da ist, dass du es irgendwann verlieren wirst. Es ist dein Geburtsrecht, geliebt zu werden. In dem Moment, wo du das Licht der Welt erblickt hast, hast du genau dieses Recht bekommen, geliebt zu werden. Und in dem Moment hast du auch übrigens dieses Gefühl bekommen, dass du wertvoll bist, dass du wundervoll bist. Aber irgendwann war dieses Gefühl weg und irgendwann hast du auch dieses Geburtsrecht vergessen und du hast angefangen, Menschen im Außen Macht zu geben über dich. Du hast Maßstäbe im Außen akzeptiert, nach denen du dich gerichtet hast. Und fortan sollten diese Menschen entscheiden, wie du dich fühlst. Und wir beide, wir haben einfach vergessen, dass es unser Geburtsrecht ist, einfach so, wie wir sind, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Schwächen und Macken, geliebt zu werden. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir im Innen oder im Außen? Wir haben irgendwann vergessen, nach innen zu schauen und zu sehen, wie wundervoll wir sind. Wir haben irgendwann nur noch angefangen, im Außen zu suchen, wie wundervoll wir sein möchten. Aber das haben wir entschieden. Wir haben entschieden, im Außen zu suchen. Nach Antworten, die wir eigentlich längst bei uns finden sollten. Und irgendwann hatten wir dieses Gefühl, etwas werden zu müssen. Menschen haben angefangen, dich zu fragen, was willst du werden, wenn du groß bist? Und du hast das Gefühl gehabt, ich muss erst etwas werden, ich bin noch nichts. Und dieses Gefühl ist vielleicht bis heute geblieben. Dass wir immer noch das Gefühl haben, wir müssen etwas werden. Wir sind noch nichts. Und deswegen haben wir manchmal noch dieses Gefühl, etwas werden zu müssen. Und das wird, solange wir das nicht ändern, dieses Denken, immer in der Zukunft bleiben. Und deswegen haben wir auch oft das Gefühl, etwas werden zu müssen. Dieses Gefühl ist vielleicht bis heute noch da. Ich muss erst noch etwas werden. So wie ich bin, bin ich noch nicht gut genug. Und solange wir glauben, dass wir erst noch etwas werden müssen, werden wir mit unserem Denken ständig in der Zukunft sein. Wir werden nie im Hier und Jetzt ankommen. Deswegen erkenne, dass du verantwortlich bist für dieses Gefühl. Niemand anders. Niemand und nichts im Außen darf bestimmen, wie du dich zu fühlen hast. Wie du jetzt weißt, ist nicht entscheidend, was im Außen passiert, entscheidend ist, was in uns passiert. Und ganz konkret bedeutet das auch, es sind nicht die Dinge, die im Außen passieren, sondern
die Interpretation von dir und von mir. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hattest, du bist wenig wert oder weniger wert oder wenn du kein schönes, gesundes Selbstwertgefühl gefühlt hast, dann war es immer die Folge einer Interpretation von dir. Vielleicht wurdest du verlassen und die Interpretation war, ich bin nicht liebenswert. Vielleicht wurdest du be- oder verurteilt und deine Interpretation war, ich bin nicht gut genug. Vielleicht. Es war immer die Interpretation. Und deswegen kannst du Selbstwertgefühl, dieses wunderschöne Gefühl, was längst da ist, üben. Jedes Mal, jeden Tag, in jeder Situation. Versuche einfach mal, das Gegenteil zu denken beim nächsten Mal von dem, was du sonst so denkst. Denke mal das Gegenteil. Wenn dir irgendwas passiert, jemand ist nicht nett zu dir, jemand ist gemein zu dir, jemand verurteilt dich, jemand schaut dich schräg an im Alltag, dann sage dir selbst, vielleicht kommt er nicht mit meinem tollen Charakter zurecht. Wow, vielleicht bin ich zu schön für diesen Menschen. Vielleicht bin ich zu wundervoll. Vielleicht ist mein Charisma so groß, dass er es nicht handeln kann. Und es ist witzig, es ist lustig, du kannst auch schmunzeln darüber. Aber genau in diesen Momenten wirst du verstehen, dass dein Gefühl, dass dein Selbstwertgefühl nur davon abhängt, was du denkst, wie du interpretierst. Und was du dir denkst und was du dir sagst den ganzen Tag über, das entscheidet niemand anders, das entscheidest nur du selbst. Ich hoffe, du hast verstanden, dass du nicht schlechter oder besser bist als ein anderer Mensch. Du, so wie du bist, bist einzigartig. Und du musst entscheiden, was du sehen willst. Ob du nach innen schauen willst und sehen willst, wie wertvoll du bist oder ob du im Außen weiter suchen möchtest nach irgendwelchen Dingen, die dir sagen, wie wertvoll du bist. Und du bist verantwortlich für deine Gedanken, nicht für die Dinge, die passieren. Vielleicht hilft dir der Gedanke, dass das Leben nicht gegen dich passiert, sondern für dich passiert. Aber du bist verantwortlich dafür, wie du Dinge interpretierst, wie du Situationen interpretierst. Welche Geschichte du dir jeden Tag erzählst. Und ich hoffe sehr, dass du dich einfach so akzeptierst, wie du bist. Ohne diese ganzen Maßstäbe, die irgendwo im Außen sind und dir sagen möchten, wie du zu sein hast. Denk immer dran, es ist dein Geburtsrecht als Mensch, geliebt zu werden. Und wenn du mir einen Daumen hoch gibst für dieses Video, dann weiß ich, dass ich dein Herz erreichen konnte. Und wenn du lernen willst, in 10 Minuten mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, dann schau dir auch dieses Video an. Und ich würde mich mega freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest und die Glocke aktivieren würdest, damit du beim nächsten Mal sofort Bescheid kriegst, wenn es ein neues Video gibt von mir. Schön, dass es dich gibt. Dein Björn.